Vor dem Krieg, das waren Jahre 30, 31, ist meine arme Mutter zur Arbeit gefahren, nach Bresen. Dort hat den Vater kennengelernt. Der stammt aus Differten. Das Differten, das ist fast an direkt an die französische Grenze. Yeah. Und die haben sich dort getroffen. Der Papa hat bei dem Bauer gearbeitet, meine Mutter auch. Und die haben sich zusammengezickt und haben geheiratet. Erst ist meine Tochter geboren und eineinhalb Jahre später bin ich auf die Welt gekommen. Am schlimmsten war es gleich nach dem Krieg, als wir nach Kodischewa zum Großvater gefahren sind. Ich war auch bei dem Großvater von Papa. Ja. Das waren die Differten. Da habe ich noch einen Kopf, da war ich 5 Jahre, 6 Jahre alt. Hat mir Vater dort mitgebracht. Na Bydgoszcz? Nee, na die Differten. Wo ist das? So, wo alle Deckel geboren sind. No, to gdzieś jest w Załambrykę, tak? Saarbrücken, irgendwo was. Ja, Saarland. Saarland, ja. Saarland, ja. Das ist alles an der französischen Grenze. Alle waren von Papa, von Großvater und auch Übergroßvater, alle haben in der Kohlgrube gearbeitet. Mhm. Und mit den deutschen Verwandten gab es keinen Kontakt mehr nach dem Krieg? Mit ihm nicht. Mutti war böse auf sie, weiß nicht warum. Sie, oh, da sie da war etwas, in die Familie war. Die Familien von dem, mein Schwiegervater war dagegen, dass die Polin heiratet. Als Schwiegermutter, no, war so stolz, die sind so, da ich muss sie was nicht kennen. Und da Isolation gemacht. Mój mąż zawsze opowiada, że on ma wielką historię, bo jak przeszli Rosję w 1945 roku, to oni z Sulęcina uciekali do teściowej rodziny pod Zbąszyn tam, w Olsztyn, Zbąszyn tam. No i tam rok czasu mieszkali. Rok, tak? Też trochę więcej. No, nie wiem dokładnie. Ich war am längsten, weil ich gearbeitet habe bei dem Bauer. No. I później wrócili do swojego domu. A my z Ukrainy tośmy przeszli 3 wojny. W 1939 roku weszli Ruscy 17 września. W 1941 weszli Niemcy 21 czerwca. I front wracał trzeci raz, jak Niemcy wycofywali się, Ruskie szli na Berlin. Trzeci raz wojna. 3 razy wojny przeżyli ci ludzie. Tam po domach, pomiato na miasteczko, cośmy mieszkali na Ukrainie, to tam śladu nie było, że w ogóle miasteczko było. Tak było zniszczone, tak było. To małe 4 tysiące, tak do 5 tysięcy ludności było. Nic nie było. Jakie to miasteczko było? A Ruskie przyszli, to znowu na Sybir. Wszystkich naszych sąsiadów, wszystkich, ja byłam małym dzieckiem, a ojciec był bardzo spokojnym człowiekiem, to się tak podporządkowywał, nigdzie się nie udzielał, ale i tak go wywieźli na Sybir, uciekał 8 miesięcy z Sybiru, ale nas zostawili. To znowu wywozili na Sybir i stamtąd już mało kto wracał tam. No. A później znowu przyszli Rusy, Ukraińcy mordowali i trzeba było uciekać i przed jednymi, i przed Ukraińcami, i przed Ruskimi. U nas wojna trwała 5 lat na wschodzie, nie pół roku, jak tu na zachodzie, czy 3 miesiące. No. Ja bym na jedno jarę im Zelenczyk verbracht. Dort war es nicht so einfach. Papa hat gearbeitet an Wenschen, wie heißt das jetzt? Das war die Militärgruppe. Ja. Da hat er bei der als Schlosser gearbeitet. Der war nicht bei der Militär. Jeden Tag ist er mit dem Bus hingefahren und zurück.
Und als der Krieg zu Ende war, sind die Russen reingekommen. Die haben die ganze Stadt fast verbrannt. Neben uns, die Häuser haben verbrannt, aber zu uns sind gekommen mit dem Feuer, wie heißt das, Feuerlöscher? Feuerwerfer, Flammenwerfer. Flammenwerfer, ja. Haben die Treppen nur bespritzt und hat halt ein ganzes Haus abgebrannt. Meine Mutter hat mit Wasser das gelöscht und darüber sind wir geblieben. Aber nächste Nacht wollten wir nicht bleiben, haben wir Angst gehabt, dort zu bleiben. Sind wir in so eine Garage gegangen, das war direkt an den Fluss Postomia. Haben wir uns alle da hingesetzt. Eng war es, aber sind wir alle reingekommen, weil die meisten Deutschen, die sind abgehauen nach Westdeutschland alle. Aber wir sind dort geblieben. Und dann sind die Russen gekommen, haben das Tor aufgemacht. So viele Deutsche haben die noch nie gesehen. Weil die Stadt war fast leer. Und meine Mutti hat sie polnisch angesprochen. Du sind Polacy, nie zabijajcie. Und die haben uns losgelassen. Aber meine Mutti war so geizig, hat gesagt, geh mal, Junge, zu der Garage, da ist unser Stuhl geblieben. Bring ihn nach Hause. Ich bin hingegangen, auf einmal habe ich gehört, über meinen Kopf haben die Russen geschossen mit ihren Automaten, weiß nicht was. Da habe ich mir flach hingelegt, ein bisschen abgewartet und dann schnell nach Hause. Die hat ihre Familie gehabt in Polen. Ja. Das waren nicht Deutsche, das war Benschen, Neubenschen, das war eine Stadt, war Neubenschen war Deutsche und Benschen war polnische Stadt. Ja. Und dann nicht weit von Ort von Benschen war das Dorf Godziszewo. Und da war die Familie von der Mutter. Und die ist zu der Mutter gefahren. Da waren wir 2-3 Wochen. Und dann haben von jedem Haus einen Mann so die Ausräumung für die Straßen gebraucht. Und der Bürgermeister von dem Dorf hat von uns den Vater genommen. Und der ist bis jetzt, wissen wir nicht, ob er lebt oder nicht. Als wir von Zelenzy nach Godziszewo gefahren waren, hat der Papa einen Wagen gefunden und 2 Pferde. Haben wir alle Klamotten und eingepackt und sind 3 Tage lang gefahren. Das war 100 Kilometer, ein bisschen über 100. Aber was ich unterwegs gesehen habe, da kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt denke, na, da muss man weinen. Da waren Pferde, die Tanker haben das alles vermischt und Leute und Pferde, alles war zusammen. Das war schrecklich. In Godziszewo, wo das Dorf ist, dort von die erste bis zur 5. Klasse in 1 Jahr habe ich gemacht. Ja. Weil ich gut rechnen konnte. Ja. Aber die Sprache war sehr schlimm, kein Wort habe ich polnisch gekannt. Und die haben mir beschimpft immer als Deutschen. Können Sie sich vorstellen. Und Sie waren die einzige Familie, die da geblieben ist. Ja, in Zelenzy. Die einzige deutsche Familie. Aus Zelenzy. Dort bin ich geboren, meine Schwester auch. Durch die alle Jahre habe ich auch langsam die deutsche Sprache verlernt. Vergessen kann man sagen. Mit den Kindern bin ich spazieren gegangen nach Altkostschen. Als gestrehen, da hat noch das Schloss gestanden. Und die
Kinder sind immer rumgelaufen. Und dann haben die Russen gesagt, das stört uns, wir sehen nicht, was bei euch los ist. Und die mussten auseinander.